Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute geht es mal um ein Thema, was viele damals geärgert hat, beziehungsweise immer noch ärgert natürlich, und wieder eine gute Sache, die Sony gemacht hat. Denn, wie ihr schon jetzt vielleicht erfahren habt, es geht um Sony. Genauer gesagt, es geht um die Communities in PSN, die ja beim letzten großen Update von Sony einfach, ja, weggepatcht wurden, kann man schon fast sagen. Und ja, das ist natürlich sehr ärgerlich für die Leute, die geglitscht haben, die in irgendwelchen Communities waren für Giftcast, für Friends, für Money Glitch, für einfach alles, was mit Glitches zu tun hat. Ich meine, diese Communities waren wirklich sehr, sehr praktisch. Ich hatte auch eine Community, die war jetzt nicht so groß, deswegen jetzt kein großer Verlust für mich, aber für viele andere war es halt ein mega Verlust. Aber Leute, gute Nachrichten an dieser Stelle. Sony hat tatsächlich einen Deal mit Discord gemacht. Ja, Leute, Discord kommt für die PlayStation 5. PS4 glaube ich eher weniger, eher auf die PlayStation 5, aber Leute, das ist wieder eine Möglichkeit, um Communities zu machen. Denn ich schätze mal, das System wird sehr, sehr ähnlich sein wie damals bei den Communities, nur halt mit Discord und besser, ne? Deswegen Leute, wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Und da ich ja auch gedacht habe, okay, wenn jetzt Discord auf die PlayStation kommt und wieder Communities so gesehen möglich sind, habe ich mir gedacht, okay, was könnte ich denn jetzt an der Stelle jetzt was machen, damit ihr besser glitchen könnt. Und natürlich, Leute, habe ich jetzt hier einfach mal einen Discord-Server erstellt. So, Leute, das ist jetzt hier der berüchtigte Discord-Server, den ich jetzt extra mal erstellt habe. Und Leute, man muss auch hier mal sagen, es ist mein erster Discord-Server. Also sprich, wenn hier noch gewisse Fehler sind oder ne, man es einfach besser machen könnte, dann schreibt mir das ruhig gerne in die Kommentare oder auf Discord. Und ich werde versuchen, das alles umzusetzen, denn ich denke auch, dass er bestimmt noch verbesserungswürdig ist. Aber Leute, ich habe viel Blut und Schweiß reingesteckt, deswegen gucken wir doch mal, was das hier ist. Wenn ihr auf diesen Link, der in der Videobeschreibung ist, natürlich draufklickt, kommt ihr hier zu diesem Menü. Ihr seht jetzt hier nicht so viel und Leute, das ist extra, da ihr ja noch einen Everyone-Rang habt. Ne, das bedeutet ein Rang, der absolut keine Rechte hat, wie auch hier zu sehen ist. Ne? Wer Everyone hat, der hat einfach null Rechte. Ne? Auf jeden Fall, um das zu beheben, müsst ihr dann später hier auf Daumen hoch klicken und dann seid ihr Wombat. Und Leute, dieser Bot funktioniert mal und mal nicht, deswegen, ich muss echt schauen, was ich da falsch eingestellt habe. Deswegen, falls ihr draufklickt und nichts passiert, keine Sorge Leute, ich schaue regelmäßig drauf und werde euch persönlich dann auch umgestalten. So, bei mir hat das tatsächlich jetzt auch nicht funktioniert. Immer diese Bots, die tun weh. Aber egal, gut, ist das generell auch nicht schlimm, denn wenn der Bot funktioniert und euch dann auch, ich sag's mal, zum Wombat gestaltet, also zum Member-Rang so gesehen, oder Rolle, wie es auf Discord heißt, dann seht ihr hier alles. Ne? Also das alles ist für euch bereitgestellt. Das bedeutet, ihr könnt den Discord-Server gerne nutzen, um mit anderen Leuten zu glitchen, um Leute zu suchen für einen Giftcast, für Friends, für Merch-Glitches oder einfach generell Spaß haben, geht ja online. Und ich werde auch diesen Discord-Server jetzt auch aktiv nutzen, auch für Streams, / Giftcast to Friends Stream zum Beispiel. Ne, wenn ihr da von mir auch Autos haben möchtet, dann wird das Ganze auch hier über den Discord-Server natürlich laufen. Deswegen Leute, geht auf jeden Fall mal auf den Discord-Server rein und schaut euch um und würde mich freuen, wenn ein paar Leute joinen würden. Und noch eine kleine Erwähnung. Natürlich gibt es hier auch zum Beispiel Usern helfen Usern, ne? Also sprich, wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr natürlich gerne Fragen reinstellen, die ich dann auch oder meine Moderatoren beantworten, aber ne, auch normale User können zum Beispiel hier beantworten. Wenn ihr eine Frage speziell an uns habt, also mich und meine Moderatoren, dann könnt ihr natürlich hier Fragen an uns euch richten, ne, beziehungsweise wenn ihr uns mit sogar reden wollt, auch in den Warteraum. Aber Leute, generell würde ich euch immer empfehlen, einfach hier reinzuschreiben, da könntet ihr mehr Glück haben oder schnellere Antworten bekommen. Natürlich gibt es ja auch sowas wie Memes, ne? Ich meine, klassische GTA-Memes, der kennt sie nicht. Aber gut, Leute, ich erzähle schon wieder zu viel. Im Endeffekt, ihr könnt auch alles selbst mal anschauen und auch mal Feedback geben, wie ihr den Discord-Server findet. Wie gesagt, der ist noch im Aufbau, aber generell sollte jetzt schon tun, was er tun sollte. Und falls ihr hier einen eigenen Channel haben möchtet, könnt ihr das ja auch immer. Ja, variabel, ja. Darauf bin ich stolz, Leute, ja. Egal. Gut, wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat zu ja, meinem Discord-Server, Discord bald auf der PlayStation 5 etc. etc. etc., dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.